Dann schauen wir mal, was jetzt in der zweiten Mission so zu machen ist. Du hast da unten ordentlich aufgeräumt, Sarah. Tut es dir schon leid, mich zurückgeholt zu haben? Niemals. Ich habe gehört, was mit Tykes geschehen ist. Es tut mir leid. Er hat seine Wahl getroffen und ich die meine. Vielleicht hätte er mich töten sollen. Ich habe als Königin der Klingen Millionen abgeschlachtet. Das warst nicht du, Sarah. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und verschwinden von hier. Ich ziehe mich um und wir treffen uns in einer Stunde hier. Okay, das klingt gut. Mein Frachter ist startklar und wir können loslegen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Wieder fest im Sattel. Verlassen Sie zusammen mit Rayna das Labor. Das werden wir tun. Streitkräfte in Sektor 3, 4 und 6. Sarah. Vollständige Evakuierung erforderlich. Nova hier. Beginnt die Suche. Findet Kerrigan. Team Bravo, verstanden. Töten wird niemals enden, solange Mengsk lebt. Ich werde ihn büßen lassen. Schluss damit. Reiß dich zusammen, Liebling. Team Bravo, meldet euch. Hört ihr mich, Bravo? Alle Einheiten, Sektor 6. Los, los, los! Wir müssen los. Es ist lange her. Das ist wie Radfahren. Wie Radfahren. Gut, dann kommen wir mal aus dem Haufen. Jim, können Sie mich hören? Wir hören dich. Kerrigan, es freut mich, dass Sie am Leben sind. Wir sind von Ihnen abgeschnitten. Sie müssen sich durch das Labor zur Bahn kämpfen, um zu Jims Frachter zu gelangen. Alles klar, Junior. Wir kommen zurecht. Okay, wir steuern nur Kerrigan. Ich bin bereit. Los geht's. Schauen wir mal, was sie so kann und was auf uns zukommt hier. Da ist ein Marodeur. Ich setze ihn mit einer kinetischen Welle außer Gefecht. Gegner von rechts! Ja.
Das war schon sehr geil. Da kamen die gerade her. Hier oben ist auch zu. Da müssen wir hier lang, okay. Einsatzkommando der Liga. Helft uns, sie auszuschalten. Sehr gut. Diese Erste-Hilfe-Station wird euch heilen und einen Teil eurer Energie wiederherstellen. Cool. Viel Glück! Ich verschwinde von hier. Scheint, als ob dieses Teil kein... Sackgasse! Wir müssen zurück! Okay, Erste-Hilfe-Stationen. Die müssen wir uns auch mal merken. Was ist hier? Auch zu. Hier kommen wir auch nicht raus. Okay. Die Marines stehen ganz schön nah beieinander. Ich kann sie bestimmt mit zerquetschender Griff ausschalten. Der Weg ist frei. Los! Sehr gut. Weitere Einsatzkommandos der Liga. Schau hoch! Wo wollen denn die Umoyana hin? Vergiss sie, wir müssen weiter. Wir sind fast bei der Bahn angelangt. Sie wird uns direkt zum Shuttle-Hangar bringen. Der Korridor ist blockiert. Ihr müsst euch durch die Unterebene schlagen, um die Bahn zu erreichen. Valerian, bitte melden. Der Hauptkorridor ist blockiert. Kannst du die Seitentür A12 öffnen? Ja, kann ich. Aber seien Sie vorsichtig. Bei dem Angriff sind die Zerg aus ihren Käfigen entkommen. Ja, ich kann sie hier unten spüren. Aber ich denke nicht, dass ich sie wieder kontrollieren sollte. Darum werde ich dich nicht bitten. Wir kümmern uns darum. Die Tür öffnet sich in 3, 2, 1. Los geht's. So viele Zerglinge! Meine Streitkräfte haben die Kontrolle über die Sicherheitszentrale übernommen. Wir riegeln dieses Labor jetzt ab. Tu uns allen einen Gefallen und ergib dich einfach. Als ob wir das machen würden. Sie versuchen uns einzuschließen. Komm schon, Schatz. Wir müssen es durch diese Türen schaffen. Sehr schön. Okay, wir beeilen uns. Oder versuchen zumindest unser Bestes hier. Wir fressen zu viel Schaden. Rainer geht nicht so weit nach vorne. Sehr gut. Das hat funktioniert. Da hätten wir jetzt noch Energie. Ich weiß nicht, ob ich sie nehmen soll. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich, glaube ich, Energie noch nicht genommen. Dafür nehme ich sie jetzt. Und da müssen wir hin. Das hier erinnert mich an früher. Ich habe mehr graue Strähnen im Haar. Und ich habe mehr Zerg im Haar. Genau. Wir haben es geschafft. Also hier wäre jetzt noch Energie, aber die brauche ich jetzt gerade gar nicht.
Weiter. Sie sind dabei, den Bereich zu versiegeln. Bin doch dabei. Was bist du denn? Du hast gerade grün geleuchtet. Okay, nichts Interessantes. Weiter geht's. Ein Ultralisk. Lasst uns mal sehen, wie ihm die kinetische Welle gefällt. Sehr schön. Und den hätte man auch so wahrscheinlich platt machen können. Ob er das Ding kaputt gemacht hätte. So, hier war auch nochmal Energie. Was für eine Sauerei hier unten. Wir haben zusammen schon Schlimmeres überstanden. Ziel erfasst. Kerrigan und Rayner identifiziert. Sehr schön. Mein Gott, Sarah, wie viele Zerglinge hast du erschaffen? Ja, vielleicht habe ich leicht übertrieben. Energie mitnehmen, weiter geht's, 1,5 Minuten haben wir noch. Sollte aber machbar sein. Zerstör die Trümmer! Wir müssen die Tür erreichen! Wir haben es geschafft! Überrascht dich das? Weiter! Es trennt sie nur noch eine Tür von der Bahnstation. Und Gegner. Aber auch diesen machbar. Sehr gut. Im nächsten Raum spüre ich eine deutliche Präsenz der Liga. Scheint mir ein harter Kampf zu werden. Sie halten da drin Zerg gefangen. Wir können diese Konsole benutzen, um sie zu befreien. Oder wir können damit die Gasverteidigung aktivieren. Das ist natürlich eine gute Frage, ne? Ich glaube, wir nehmen die... Das ist schwierig. Also ich glaube, ich nehme die Zerg. Was zum Teufel? Wer hat die Käfige geöffnet? Jetzt haben wir die Zerg am Hals. Besser als vorher. Los! Okay, war anscheinend nicht so schlecht, die Idee. Etwas krasserer Goliath noch am Ende gehabt, aber es war okay. So, nächster Punkt. Geschafft. Die Bahn fährt gleich los. Dann springen wir doch mal rauf, oder? Jim, wir sind auf dem Rückzug. Ich bin unterwegs zur Hyperion. Alles klar, Valerian. Sag Bescheid, wenn du auf der Brücke bist. Nur noch du und ich, Jim. Bewegung. Okay, sehe ich schon. Das wird nicht so einfach. Hier sind zwei Medipacks. Die Liga ist in den Tunnel eingedrungen. Okay, kommen auch Gegner? Oder ist es einfach nur jetzt so... Ah, da. Ja, der Viking war toll. Nicht schlecht gemacht. Und auf der Map sieht man im Übrigen, woher die Gegner kommen. Von daher fokussieren wir uns auch mal da drauf. Da kommt noch einer von der Seite. Das wäre so ein Raumjäger. Wird schneller. Bleibt konzentriert, Jungs.
Da unten. Sehr schön, wenn man die Vikings kaputt macht, bevor sie landen. Sau gut. Oh, hier unten. Ja. Shit, der schafft es zu landen. So, dass Rainer gerade ein bisschen getankt hat. Ey, nein, nein. Das macht ihr nicht. Wir sind raus aus dem Labor. Bis wir den Shuttle-Hangar erreichen, sitzen wir hier auf dem Präsentierteller. Vorne. Top, das Ding einfach mal weggehauen. Gegner konnten nicht raus. Shit, vorne und hinten. Aber gut, viel machen tun die nicht. Einfach nur durchfliegen. Das war auch easy. So, immer schön auf die Map schauen. Da ist was. Ich kann den Hangar sehen. Wir sind fast da. Ein Belagerungspanzer. Mit einer kinetischen Welle kann ich ihn ausschalten. Klappt doch so. Kommt noch was, oder? Okay. Die Liga hat irgendeinen großen Kampfläufer in den Shuttle-Hangar geschickt. Bewegung! Wir müssen sie aufhalten, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Fast da. Lass uns den Jungs hier zum Hangar folgen. Wir haben jetzt wieder volles Leben, das ist sehr gut. Oha. Aber geht. Hätte ich mir gerade ein bisschen schlimmer vorgestellt mit den zwei Feuerfressern. Oh, danke fürs Heilen. Erzengel in Position. Ich habe den Shuttle-Hangar gesichert. An alle Streitkräfte der Liga. Vorrücken. Jim, der Erzengel versperrt uns den Weg zum Shuttle. Jim! Verdammt. Sarah, ich finde einen anderen Weg zu dir. Beeil dich besser, oder ich leg das Ding hier alleine um. Okay. Wollen wir mal. Angriff wird ausgeführt. Das ist ja mal eine richtig geile Mission. Macht ultra Spaß. Jetzt kommen die Raketen durch. Ja, ihr lauft durch. Das ist sehr gut. Habt ihr euch wunderbar entschieden. Wo kommt er runter? Da ist er. Weg da. So sind fast alle unsere Leute down. Das war knapp.
Landekapseln im Anflug! Wir bleiben jetzt mal hier drüben. Ich könnte mal wieder Verstärkung gebrauchen, Leute. Ich kriege ganz schön viel ab. Ja. Wenn sonst keiner kommt die ganze Zeit. Aber es ist machbar. Der ist erstaunt. Einfach schön im Kreis laufen. Hier und da mal schießen. Und kaputt. Sehr schön. Beeil dich, Jim. Ich glaube, es kommt noch eine weitere Welle. Sarah, ich komme nicht durch. Nimm mein Schiff und hau ab. Wir haben uns gerade erst wiedergefunden. Ich lasse dich nicht zurück. Rainer, Kerrigan, ich bin auf der Hyperion. Wir nehmen Kurs auf den Treffpunkt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kerrigan nimmt meinen Frachter. Ich brauche ein Taxi. Verstanden. Ich schicke Ihnen ein Team. Vermassel es nicht, Valerian. Kerrigan, wir sehen uns am Treffpunkt und... Es tut mir leid, dass ich nicht früher auf Sie gehört habe. Es ist zu spät für Entschuldigungen, Valerian. Jim? Ich nehme dein Schiff, aber wenn du stirbst, bekommst du Ärger mit mir. Zur Kenntnis genommen. Jim, Verstärkung der Liga trifft ein. Die Hyperion steht unter schwerem Beschuss und mein Team kommt nicht zu ihnen durch. Verstanden. Schaff die Hyperion zum Treffpunkt. Ich suche mir einen anderen Weg vom Planeten. Wir sehen uns dort. Nova. Sieh an, Jim Rayner. Wenn du mir bei meinem Problem mit Tosh geholfen hättest, könnte ich ein Auge zudrücken und dich entkommen lassen. Aber du hast damals eine schlechte Wahl getroffen. Alles klar, Mädel. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Oh, ich dachte schon, wir müssen da jetzt gegen sie kämpfen, aber anscheinend wird es ein 1 gegen 1. Okay. Das war die Mission wieder fest im Sattel. Machen wir mal weiter und machen noch die nächste Mission.